Orangenstoff ist vollständig, gelber Stoff ist vollständig, lila Stoff ist vollständig. Okay, wir einigen uns mal darauf, dass ganz viele Stoffe vollständig sind. Und hiermit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Story of Seasons. Okay, ein neuer Tag beginnt. Die Bäume wachsen ja langsam. Kann man hier ernten? Das sieht gut aus. Ja. Ich kann auch mal gucken, wenn hinten die blau sind, dann kann ich vorne auch mit ernten. Ich habe derzeit irgendwie wenig Zeit zum Aufnehmen eigentlich. Es ist alles ziemlich stressig. Ich bin irgendwie derzeit, geht bei mir irgendwie gar nichts. Es ist ganz schlimm. Ich bin froh, dass ich das jetzt die Karte hinkriege mit aufnehmen. Also wundert das Spiel gesagt nicht, wenn mal was nicht kommt. Pokémon müsste eigentlich auch wieder kommen. Ich überlege, ob ich nachdem hier noch Pokémon aufnehme für morgen. Mal gucken, wie weit ich komme. Es tut mir so unglaublich leid. Ich bin furchtbar. So, okay, gut. Jetzt haben wir hier gegossen. Ich habe jetzt überall hier Bäume angebaut. Ich weiß gar nicht, ob ich das gezeigt habe on screen. Auf jeden Fall überall Laubbäume. Ich glaube, das habe ich on screen gezeigt. Also, ja. Ich denke mal, der lieben Schucki geht es jetzt besser. Ja, sie sieht richtig lebhaft aus. Kein Rumgeheule mehr. Alles gut. Oh, Schucki ist not amused. Wir werden alle sterben. Sie wird uns alle töten. Ich meine, wie sie schon so läuft. So, bam, bitch, bam, bitch, bam. Oh, oh. Gut, dann füttern wir sie lieber. Schnell. So. Auch hier alles aufheben. So. Geilen schwarzen. Ah ja. Gagak. Leckerli. Ach, so sprechen wir mehr auch, ne? Gagak. 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 Und nochmal Gagak, oder? Machen wir nochmal. So. Noch hier. Und da. Wow. Wenigstens einer freut sich hier von euch richtig. Okay, und natürlich noch ein Flopsy, Hopsy, Hopsy, Flopsy, Leckerli verschauen. Du kleine Stiche, du. Der Mann in der Hut hier. Deswegen wird auch nur er gebürstet. Oh, danke fürs Bürsten. Oh, dann lass mich mal durch. Ich gerade kratzen. So. Da. Dort. Ja, jetzt sind alle dran. Keine Sorge. Hallo? Back. Muss denn jetzt hier geschoren werden? Eigentlich nur du, ne? Ich bin gerade so ein bisschen neben der Spur, habe ich das Gefühl. So. Schnipp, schnapp die Haare ab, die arme Moni. So, das war's auch schon. Und gemolken. Oh, nach oben muss ich natürlich. Werdet ihr. Oh, das wird doch so eine never-ending Story hier. Das ist unglaublich. Ja, fein. So. So. Und so. Perfekt. So, jetzt quatsche ich euch alle noch voll. Ich bin auch ein bisschen auch heute besonders daneben. Ich habe tierische Kopfschmerzen. Das ist richtig bösartig. Ich vergesse immer Schmerztabletten zu nehmen. Ich immer so, oh, ich leide so, mir geht's so schlecht. Also hast du schon eine Tablette genommen irgendwie? Oh, ja, stimmt. Ich könnte eine Tablette nehmen. Ich vergesse das irgendwie immer, dass es etwas wie Medikamente gegen Schmerzen gibt. Ich leide dann immer übelst vor mich hin. Nicht sehr klug von mir, aber naja, egal. Ich verteile noch schnell die restlichen Leckerlis. Wir gehen natürlich heute mal wieder zu Rager. Was haben wir denn heute für einen Tag? Ein Dienstag. Das ist okay. Kriegt er wieder ein bisschen Seetang von uns reingedrückt. Er hat's verdient. So. Okay, dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Macht euer Ding. Bleibt cool. Bleibt sauber. Okay, das Gras kümmere ich mich dann wieder später irgendwann. Vielleicht auch wieder unscreen, wenn ich zu irgendeinem Thema rede. Mal gucken. Erstmal die gute alte Leier hier. Hier kann man nichts machen. Nee, na gut. Hier auch nichts. Na gut. Dann nehmen wir halt hier was raus. Bitte. Und, hier auch, okay. Item herstellen. Oh. Kann ich nicht lustige Hüte machen? Rot, gelb, gelb. Machen wir einfach mal. Weil es so lustig ist. Stellen wir mal die ganzen lustigen Cowboy-Hüte hierher. Ich habe extra so farbiges Zeug gekauft, farbige Stoffe. Oh Mann, man muss ja irgendwie auf seine Zahlen kommen, ne? So, roter Cowboy-Hut auch noch bitte. Geht nur einer. Naja, auch nicht schlimm. Was gibt es noch für Cowboy-Hute? Achso, jetzt haben wir noch blauer Stoff, blauer Daumenpuschel.
Lila grauer Kaninchenstoff. Was? Ja, kann man hier nochmal. So. Und ich denke mal, normale Cowboy-Outfits werden es auch noch tun. Was ist das hier oben mit der Latzhose? Na gut, das machen wir auch mal noch. das war's jetzt hier, ne? Hier war noch was. Orangener. Orange-weiß. Okay. Dann das auch noch. Jetzt sehe ich, denke ich mal, ganz normal Cowboy-Outfits. Dann wird das Ding jetzt erstmal eine Weile rödeln. Ich gucke mal trotzdem nochmal durch. Okay. Noch irgendwas? Hier wieder was? Auch am Arbeitskleidung wieder. Und nochmal. Was? Schon immer noch? Was? Aber jetzt ist Schluss hier, oder? Okay. Was arbeitet denn jetzt hier alles? Das wollte ich nicht. Runter. So. Da ist jetzt einiges drin. Na gut, dann können wir wieder einiges hin auch verkaufen. Sehr schön. Gut. Ich denke, es lohnt sich schon, die Stoffe einzukaufen. Ich dachte mir am Anfang so, ja, nee, ist irgendwie doof, aber eigentlich ist es doch gar nicht mal so schlecht. Okay, wie spät haben wir es denn? Aber ich sage, die geht als erstes runter in die Stadt. Das mache ich jetzt immer als erstes. Aus dem einfachen Grund, weil ich da zeitlich gebunden bin. Und die ganzen Felder und so, das kann ich auch später nachts beispielsweise noch machen. Deswegen jetzt erstmal hier. Gut, gehen wir erstmal zum Misteln, in der Hoffnung, dass er genug Silber hat. Dann können wir nämlich noch ein Gewächshaus anbauen. Darauf warten wir schon seit Ewigkeiten, aber irgendwie ist Mistel nie da. Mistel, das Mistvieh, wollte ich schon sagen, aber nein, so streng sind wir jetzt mal nicht. Also auf jeden Fall, das sieht schon mal gut aus. So. Hello. Ich könnte eigentlich sogar so voll und die Top werden meine Aufnahme. Aufnahme eine Spaßzapelle nehmen. Was tut gerade wirklich ziemlich weh. Wir kommen in den Antiquitätenladen. Items kaufen. Gelbe Perle, nein. Gold, 1. Ah, Silber, 2. Das könnte sogar vielleicht reichen. Na ja, mal sehen. Tschüss, Mistel. Gut. Hoffentlich hat auch Corona schön viel für uns. Das wäre nice. Das wäre wirklich sehr nice. Mal gucken. Manchmal hat sie ja wirklich so Tage, wo sie wirklich immer nur ein Stück Holz verkauft oder so. Dann könnte ich immer kotzen. Grüner Stoff ist vollständig. Finde ich. Ich meine, der Gedanke ist schon gut dabei, dass man nicht unbegrenzt viel kaufen kann. Aber manchmal nervt es halt schon, besonders bei so großen Mengen. Material kaufen. Ja, okay. Geht so, ne? So. Muss, ne? Ja, schönen Tag noch, Corona. Jetzt gehen wir noch auf den Markt, noch zu. Oder wir gehen zuerst zu Rager. Zu Waggy Waggle. Und wir reiten hoch. Ach nee, da kommt uns ja schon entgegen, der kleine Lümmel. Dann hier aufs Seegras. Oh, das gefällt mir, danke. Ich will bei dir ein rosa Herz, eine rosa Blume, meine ich. Die kreativen neuen Dinge, die Sakura-Land produziert, sehe ich mir echt gerne an. Da kriege ich immer Lust, mir selbst etwas einfallen zu lassen. Okay. Also ist Sakura-Land heute da? Kann ich das daraus schließen? Oder hat er nur gehofft, dass Sakura-Land heute da ist? Man weiß es nicht. Aber Seidenland scheint da zu sein. Das finde ich sehr gut. Da kaufe ich immer am liebsten ein. Items kaufen. Was haben wir denn so? Eine Leine. Nein, Eis. Harte Erde. Weiche Erde. Trockene Erde. Ja, ich höre schon auf. Aprikose, Zimt, Pfeffer, Status Curry, Lila. Ich könnte ja wieder mal hier bunte Leinstoff oder sowas kaufen. Oder sowas. Ich kaufe einfach mal so aus Spaß. Eigentlich wäre es besser, wenn ich Garn kaufe oder so. Das Ding ist günstiger. Aber das habe ich einmal angefangen. So. Oh, noch normale Stoffe. Natürlich gern. Gelber Stoff. Ich werde arm. Sehr arm. So. Das war es eigentlich soweit hier, ne? Reis. Nee, aber brauche ich erstmal nicht. Schönen Tag noch, junge Frau. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Vielleicht können wir hier noch. Ja, hier können wir bestimmt noch schön Garn einkaufen.
Items kaufen. Zurzeit bin ich wieder so voll krass in der Textilproduktion. Ja. So viel günstiger. Also was heißt viel? Ein bisschen. Ah, macht schon ein bisschen was aber aus. Kann schon krass produzieren. Schwarzes Garn mache ich sogar. Und Silber? Nee, Silber ist gar nicht. Damit fangen wir nicht an. Wir ein paar Leckerlis könnte ich gebrauchen. Irgendwas war knapp. Ja, hier. Gack, Leckerlis. Da muss wieder gekauft werden. Mehr Leckerlis. Hol ich mir wieder ein paar. Oh, für mich das auch. So. Das reicht. Gut, schauen wir nochmal runter, was es da gibt. Vielleicht kann ich auch noch ein paar Textilien erwerben. Ja, hallo. Ich möchte gerne was kaufen. Gut. Bei mir stehe ich noch mal ganz kurz. Ja. Noch ganz kurz was gucken. Ob ich noch mal bei der guten. Ich habe gerade den Namen vergessen. Bei der eingebildeten blöden Kuh. Ich weiß gerade den Namen nicht. Ihr wisst schon, die da mit dem Kleid. Aber wenn ich da hochgehe, kann ich da manchmal was triggern. Ein neues Event. Das wäre cool, wenn das jetzt auch so wäre. Ja, tue ich sogar. Nadi, der Landschaftsgärtner. Du. Er ist sehr mit den Teerlaufen beschäftigt. Den kann man übrigens auch heiraten. Puh, zu den Reichen. Die waren ja mal ein... Was? Achso, die waren in einem lausigen Zustand. Oh, hat sogar lange Haare. Voll handsome und so. Ja. Er erinnert mich irgendwie mit seiner Hautfarbe und seinen Haarfarbe und seiner Augenfarbe irgendwie an dieses eine Volk bei Fullmetal Alchemist, die da fast ausgerottet wurden, dann irgendwie im Krieg waren. Egal. Okay, ja. Hey, wer bist du? Noch eine Farmerin? Wie Elise, hm? Ah, Elise hieß sie, stimmt. Ich bin Nadie, ein Landschaftsgärtner. Elise hat mich engagiert, damit ich mich um ihren Garten kümmere. Und, das war auch nötig. Wer auch immer hier vorher das Sagen hatte, schien keine Ahnung zu haben, was er tut. Ehrlich, bei der Gartenarbeit kann man doch nicht so nachlässig sein. Das alles in Ordnung zu bringen, wird länger dauern, als ich dachte. Ich muss meinen Aufenthalt im Hotel wohl verlängern. Er ist schon ganz schön handsome, oder? Oh Mann, warum haben wir Rhaegar genommen? Das ist doch viel besser. Egal. Was für eine Zeitverschwendung. Ich habe zu viel zu tun, um hier rumzustehen und zu quatschen. Wenn du reden willst, komm später wieder. Na gut. Man sieht sich. So, jetzt haben wir Nadie getriggert. Das wollte ich das letzte Mal eigentlich auch schon machen. Und dann kam aber die Geburt dazwischen. Aber nicht so schlimm. Stimmt's, Elise? Guten Morgen, Yumi. Mich zu sehen ist das allererste, was du heute tust, was? Deine Prioritäten sind gewiss am rechten Platz. Du dumme Bitch. Okay, haben wir das dann auch gelöst. Haben jetzt endlich mal die Cutscene gehabt und Nadie freigeschaltet. Okidokidoki, ich guck mal ganz kurz. Nadie kann man jetzt auch sehen, wie er im Hotel ist. Na gut. Wir gucken nochmal ganz kurz zu Rhaegar. Wir können aber bei ihm was essen noch. Hey, Rhaegar. Ich kann nichts essen bei Rhaegar, aber schon ein bisschen voll zusammen und er kann auch so für mich kochen, aber nein. So funktioniert das hier nicht. Naja, was soll's. Mit dir wollte ich gar nicht reden. Ich wollte mit dir reden. Hallo, wie geht es dir? Gut, danke. So, wir gehen nochmal in den Safari-Park natürlich. Aber ich bin froh jetzt, dass wir das auch haben. Dann müssen wir jetzt eigentlich, ich glaube, alle haben, oder? Fehlt noch ein Mädel. Ich überlege, ob noch ein Mädel fehlt. Haben wir die Angela dazu gekriegt? Jetzt den jetzt. Und dann noch den anderen. Der Blumenbotaniker-Typi, der auch bei einem Harvest Moon-Teil vorkam, dessen Namen ich auch gerade wieder vergessen habe. Ja. Naja. So. Aber ich kann ja eh nicht alle Mädels heiraten. Wobei ich den Nadie jetzt auch nicht heirate, weil ich ja schon bei Rhaegar bin. Naja. Kann man sich noch mal anders überlegen? Der war schon handsome, komm. Der war doch voll Schnieke, ne? Okay. So. Genau, das nehmen wir jetzt auch noch mit.
Okay. Ach ja. Ja, ich gehe noch hoch. Es wäre cool, wenn wir auch jetzt bald noch ein neues Treibhaus bauen könnten. Aber ich denke mal, es müsste jetzt reichen. Die zwei Silber, die wir zum Missile gekriegt haben, werden es rausgeholt haben. Dann werden wir uns auf jeden Fall dann bald ranmachen. Okay. Ach, hier noch was rausnehmen. Und natürlich werde ich auch noch reich Rega beschenken. Dass er irgendwann ein rosanes Blütenblatt hat. Einige haben geschrieben, ich kann ihn nicht heiraten. Weil ich irgendwas nicht gemacht habe und dass ich es jetzt verkackt habe. Aber ich habe nicht ganz verstanden, was die meinen. Warum soll ich den Rega nicht heiraten können? Das verstehe ich nicht ganz. Leute, was habe ich falsch gemacht? Ich habe doch alle Events mit ihm jetzt gehabt. Und ich habe ihn da sogar. Ich bin da sogar mit ihm zusammengekommen. Warum soll ich ihn nicht heiraten können? Das verstehe ich nicht. So. Ich meine, die Leute behaupten das aber einfach so eiskalt. Und wenn sie das behaupten, dann muss ja irgendwas dahinter sein. Ne? 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 Ja? Ja. Okay. Gut. Ich frage mich, wie lange es dauert, bis ich noch bei Rega dann die rosa Blüte habe. Es wird, denke ich mal, nicht allzu lange dauern. Ich meine, wir sind ja schon ziemlich weit. Das Pferd rufen. Zurück zur Farm. Ich habe gerade überlegt. So, Brain AFK. Okay. Die Folge geht schon relativ lang. Ich muss auch sagen, ich mache ein bisschen kürzere Folgen, aber nur minimal, weil ich derzeit sehr gestresst bin. Deswegen möchte ich es nicht überstrapazieren und will, dass überhaupt irgendetwas kommt. Deswegen bin ich, denke ich mal, man kann so zufrieden sein. Okay. Dann werde ich jetzt, denke ich mal, zum Großteil offscreen mich wieder hier um alles Mögliche kümmern. Ich werde natürlich auch das ganze Gras wegsensen und so, weil das darf natürlich auch nicht vernachlässigt werden. Das wollt ihr bestimmt nicht sehen, wie ich das immer mache und dann verkaufe und blablabla, bla bla, ist ja auch langweilig. Ich hab ja die ganzen Stoffe jetzt. Wie viel Platz habe ich denn im Inventar gerade noch? Schon ziemlich voll. Muss ich nachher mal gucken und das alles einpflegen. Hab ich noch ein bisschen was zu tun. Okay, jedenfalls bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und sage ciao, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wie mir Let's Play Story of Seasons. Bye!